Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Cat Got Your Tongue von Mila Meadow mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Cat Got Your Tongue von Mila Meadow mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Ich finde das Cover wirklich hübsch gemacht. Der Blauton ist unheimlich schön und hier oben mit diesem leichten lila-rosa und dann den Pflanzenwodeln hier so, also das sieht wirklich schön aus mit den Palmen und so, also richtig toll gemacht. Das ist der Rücken und der Klappentext und für den zoome ich euch jetzt wieder ran. Klingt doch interessant, oder? Cat kommt nach einem Auslandsjahr zurück nach San Diego, doch sie hat sich äußerlich sehr stark verändert. Jetzt ist sie nicht mehr übergewichtig, sondern kurvig und erregt damit einiges an Aufmerksamkeit. Sogar von Damien, dem mittlerweile Ex-Freund ihrer Schwester, der sie letztlich mit einer furchtbar gemeinen Aktion auf einer Party ins Ausland vertrieb. Doch nun will er unbedingt bei ihr landen. Er schließt sogar eine Wette darüber mit Sebastian ab, dem heißesten Typen an der Uni. Allerdings hat er nicht mit dem Hass Sebastians auf ihn gerechnet, denn anstatt Cat zu täuschen, beschließt er, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich finde es bewundernswert, dass es Cat geschafft hat, so viel abzunehmen, innerhalb eines Jahres. Aber ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn Sebastian sie bereits vorher bemerkt hätte. So hat das für mich alles ein bisschen einen oberflächlichen Nachgeschmack. Haben alle, die sie jetzt sehen, wirklich Interesse an ihr als Mensch oder nur an ihrer Optik? Ich fand Cat, ihre Schwester, deren besten Freund und ihre beste Freundin und Sebastian natürlich, wirklich sympathisch. Aber auch sehr, sehr jung. Auf mich wirkt allein die ganze Aktion mit Damien sehr kindisch. Ursprünglich wollte Cat auch nicht mitmachen, ließ sich aber überreden. Allgemein wirkt das ganze Uni-Umfeld ebenso wie die Charaktere zu jung auf mich. Für mich ist es eher zu Highschool passend als zu Studenten. Es werden zum Beispiel Studenten zum Direktor geschickt oder es gibt Lehrerkonferenzen. Das passt für mich nicht zur Uni. Auch das Vokabular erinnert mich eher an die Highschool, ebenso wie die Art, wie miteinander umgegangen wird. Ich fand es allerdings sehr schön, wie sich Sebastian ernsthaft um Cat bemüht. Wobei das für mich, wie gesagt, ein bisschen einen Beigeschmack hat, weil er sie eben erst jetzt sieht, als sie dünner ist. Der Großteil des Buches ist aus Cats Sicht erzählt. Doch auch Sebastian, ihre Schwester, deren bester Freund und ihre beste Freundin bekommen ab und an Kapitel aus ihrer Sicht. Es kommen auch ein paar wichtige Themen vor, die man so gar nicht erwartet hätte. Ich hätte mir allerdings ein bisschen mehr Ausblick in die Zukunft gewünscht. Ich fand es schade, dass Sebastian Cat erst jetzt sieht. Jetzt, wo sie dünner ist. Ich weiß, es geht darum, dass sie verwandelt aus Argentinien zurückkommt, aber trotzdem, davor, als sie dick war, war sie für alle ein Ziel von Spott. Nur ihre Schwester, deren bester Freund und ihre beste Freundin waren auf ihrer Seite. Für den Rest war sie entweder unsichtbar oder Garfield. Ich finde es schade, dass das gesamte Uni-Umfeld wie eine Highschool wirkt. Auch das Vokabular und die Abläufe erinnern mehr an Highschool als an Uni. Dass Cat und Sebastian diese Racheaktion gegen Damien durchziehen, fand ich auch ziemlich kindisch. Ich kann durchaus verstehen, es passt zu dem ganzen Highschool-Uni-Umfeld und er hat es auch irgendwo verdient, aber mir war das einfach alles zu jung. Außerdem gab es ein paar Dinge, die in meinen Augen keinen Sinn ergaben, beziehungsweise die ich als falsch empfand. Von mir bekommt das Buch 3,5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!